Wenn wir danach auch die Frage, ob wir in der besten aller möglichen Gesellschaften leben, auf die Seite setzen können, nicht auf die Seite setzen, können wir das tägliche Credo der Politik, es bei den gesellschaftlichen Verhältnissen belassen zu sollen, wie sie von der Ökonomie geschaffen werden. Denn die Lösung des Problems, so sagt man, sei überhaupt nur vom ökonomischen System zu erwarten. Mitnichten. Das ökonomische System ist doch gerade das Problem. Durch es entsteht doch allererst, was uns als Problem der Gerechtigkeit bedrängt. Und es ist nichts in Sicht, aber auch gar nichts, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse, wenn man sie sich selbst überlässt, ändern könnte. Es wäre leichter, mit dem neoliberalen Credo, es bei den gesellschaftlichen Verhältnissen belassen zu sollen, wie sie vom ökonomischen System bewirkt werden, kritisch umzugehen, würde der Glaube an die Ökonomie nicht durch die Wissenschaft der Ökonomie gestützt. Er findet in den Wirtschaftsredaktionen der Medien und in den von der Wirtschaft organisierten Thinktanks seine tägliche Verbreitung. Als Soziologe weiß man, was man weiß. Und man weiß, dass die Logik des ökonomischen Systems eine von Interessen bestimmte Logik ist, die mit den Interessen von Millionen Menschen in der Gesellschaft nicht zur Deckung kommt. Man kann sich als Soziologe deshalb die Frage der sozialen Gerechtigkeit nicht ausreden lassen. Stattdessen sieht man sich vor die Aufgabe gestellt, die Bedingungen zu eruieren, unter denen sie sich verwirklichen ließe, wenn denn die politischen Bedingungen geschaffen würden. Die Frage lässt sich präzisieren. Wie, das ist die Frage, muss ein Sozialstaat aussehen, der nicht das bloße Überleben, sondern Gerechtigkeit zur Zielvorgabe hat, und wie lässt er sich realisieren? Halten wir zunächst eines fest. Wir sind an das ökonomische System gebunden. Es hat weltweit Verhältnisse geschaffen, die sich nicht rückgängig machen lassen. Niemand wüsste überdies zu sagen, wie wir anders als über den Austausch der Waren auf dem Markt eine so große Weltbevölkerung ernähren sollten. Im 19. Jahrhundert lag es nahe zu meinen, das ökonomische System des Kapitalismus überhaupt abschaffen zu können. Diese Annahme ist nicht nur wegen des Gewaltsystems des Kommunismus, das aus ihr hervorgegangen ist, hinfällig geworden. Wir brauchen das ökonomische System des Marktes. Wir brauchen aber zugleich ein korrektives System, das die systemischen Defizite des ökonomischen Systems auffängt. Der Sozialstaat hatte diese Zielvorgabe. Er ist nicht, wie man gemeint hat, aus der Armenfürsorge des Staates hervorgegangen. Seine Wurzeln liegen in dem Kampf des Proletariats im 19. Jahrhundert, sich einen Anteil am Sozialprodukt zu sichern, der ihm ein Leben zu führen erlauben sollte, das den Sinnvorgaben der Gesellschaft gerecht zu werden vermochte. Bildung und Arbeit waren seit der Französischen Revolution dessen Forderungen. Der Sozialstaat ist mit dieser Zielvorgabe gleich zweimal gescheitert. Einmal in der Weimarer Republik mit katastrophalen Folgen, ein zweites Mal in der Bundesrepublik, als ausgerechnet eine Regierung der Sozialdemokratie das Postulat der sozialen Gerechtigkeit als Maxime des Sozialstaats preisgegeben und stattdessen die Sicherung des Existenzminimums für ausreichend erklärt hat. Es machte keinen Sinn. Wollte man den alten Sozialstaat wiederbeleben. Er hatte Defizite, er belastete die Ökonomie, indem er die Arbeit verteuerte, und er diskreditierte durch die bloße Alimentierung die, die auf den Sozialstaat angewiesen sind. Überdies entfaltet das ökonomische System unter der Globalisierung eine Autonomie, durch die es sich der Steuerung durch die nationale und auch transnationale europäische Politik entzieht. In der Tat, wir müssen umdenken. Aber umdenken kann nicht heißen, die Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, einfach abzuhängen. Umdenken muss heißen, darüber nachzudenken, was politisch geschehen muss und selbstredend auch, was geschehen kann. Insofern, nun habe ich an anderer Stelle eine Strategie vorgeschlagen, die auf ein anderes Modell des Sozialstaats zielt, als ihn die Vergangenheit kannte. Es muss, so meine Überlegung, ein System der Grundsicherung geschaffen werden, durch das jeder, dessen Einkommen unterhalb eines Sockelbetrages liegt, sagen wir von 850 Euro, diesen Betrag als Grundsicherung vom Staat garantiert bekommt. Das ist die eine Hälfte des Systems der Grundsicherung.
Die andere besteht darin, dass jeder auch die Möglichkeit erhält, durch eine Teilzeitarbeit oder eine Arbeit in einer Niedriglohngruppe ein Gesamteinkommen zu erzielen, das in etwa dem mittleren Nettoeinkommen entspricht, das heute erreicht wird. Das sind derzeit 1.300 Euro. Nicht gerade viel. Ein solches Modell zieht naturgemäß viele Fragen nach sich. Man muss jedoch zunächst einmal einräumen, dass durch ein Sicherungssystem, in dem Einkommensgarantie und Arbeit gekoppelt sind, überhaupt so etwas wie Gerechtigkeit als politische Strategie in die Gesellschaft einzöge. Und Gerechtigkeit ist nicht irgendein Postulat, sondern eines, das darauf zielt, lebbare und das heißt menschenwürdige Verhältnisse zu schaffen. Der gravierendste Einwand ist allemal, ein solches System lasse sich nicht finanzieren. Doch es lässt sich finanzieren, oben fällt ein ungemeiner Reichtum an. Man muss allerdings umdenken und die gesellschaftlichen Verhältnisse wirklich unter dem Imperativ der Gerechtigkeit gestalten wollen. Dabei muss man auf die Autonomie des ökonomischen Systems Bedacht nehmen. Auf die Einkommen der Unternehmen kann man nur in engen Grenzen zugreifen, anders läuft man Gefahr, das ökonomische System zu irritieren. Dort aber, wo die Einkünfte in die Verfügbarkeit des Privatvermögens treten, muss von der oberen Mitte an eine ungleich stärkere Belastung erfolgen und die muss genutzt werden, um die Grundsicherung für die Menschen unten zu finanzieren. Es gibt, sagt der dritte Armuts- und Reichtumsbericht, 6,8 Millionen Reiche in der Bundesrepublik. Dabei soll als reich gelten, wer ein Nettomonatseinkommen von 3.418 Euro hat und mehr. Wie viel wirklich in der oberen Mittelschicht und in der Oberschicht verdient wird, sagt der Bericht nicht. Es ist aber sehr viel, wenn man auch das Einkommen aus Kapital hinzunimmt. Gewiss. So wie sich Unternehmen der Besteuerung zu entziehen vermögen, so besteht auch bei der Inanspruchnahme privater Einkünfte die Gefahr, dass sich Reiche ins Ausland absetzen. Es lassen sich jedoch nicht zuletzt durch eine europäische konzertierte Politik ungleich wirksamere Maßnahmen treffen, dass, was im Inland verdient wird, auch im Inland versteuert wird, als es bislang der Fall ist. Woher sollen die Arbeitsplätze kommen? Ein Teil wird sich dadurch gewinnen lassen, dass Menschen mit Ganztagsbeschäftigung im unteren Einkommensbereich zu Halbtagsarbeiten wechseln werden, Frauen insbesondere, die Familie und Beruf miteinander vereinbaren wollen. Im ökonomischen System werden sich ebenfalls unter Bedingungen einer Entlohnung im 600-Euro-Bereich Jobs bieten. Schließlich aber wird man das System durch entschiedene Berufsbildungsmaßnahmen flankieren und auch im öffentlichen System für sie Plätze schaffen müssen. Einen Einwand allerdings muss man aufgeben. Bei einer Grundsicherung würden sich die Menschen einen guten Tag machen und die Arbeit den anderen überlassen. Mit dem Sockelbetrag der Grundsicherung kann man nicht gut leben. Es wird einige geben, die sich daran genügen lassen. Das ist in gar keiner Weise das gesellschaftliche Problem. Empirisch ist erwiesen, die allermeisten Menschen, die unten sind, wollen arbeiten, um in bessere Verhältnisse zu kommen. Es ist der Vorzug des hier anvisierten Systems der Grundsicherung, gedeihliche Verhältnisse erst durch Arbeit entstehen zu lassen. Menschen sind ihrer anthropologischen Verfassung nach darauf angewiesen, ein Leben über Sinn zu führen. Was aber in einer Gesellschaft als sinnvoll gilt, wird von den Möglichkeiten bestimmt, die von dem Entwicklungsstand der Gesellschaft eröffnet werden. Jeder muss an diesen Möglichkeiten teilhaben können, wenn er der anthropologischen Verfassung seiner Lebensform gerecht werden will. Wir haben in der Neuzeit ein Bewusstsein davon gewonnen, unter selbstgeschaffenen Bedingungen zu leben. Wir haben damit auch die Verantwortung für die Lebensform des Menschen in der Moderne gewonnen. Sich nicht der sozialen Gerechtigkeit verpflichtet wissen zu wollen, will mir deshalb wie ein Sakrileg gegen die menschliche Lebensform erscheinen. Den Menschen in der Gesellschaft ist das sehr wohl bewusst.